Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute ja, in der Shell etwas weitergehen. Wir haben in der Schule in letzter Zeit etwas über Dateisysteme gesehen, gell? Wir haben auch gesehen, dass man dort Rechte vergeben kann. Wir haben über Links gesprochen, gell? Und ja, wir wollen heute ein paar Übungen zu den Rechten im Dateisystem anschauen und sehen, wie man sowas ausprobieren kann, welche Auswirkungen das hat. Gell? Und da wollen wir mal schauen, gell? Da gibt es einmal Change Mode. Gell? Mit Change Mode können wir Rechte setzen. Wir haben gesagt, wir setzen elementare Rechte, also diese 9 Bits. Gell? Also 3 Bits für den Besitzer einer Datei oder eines Verzeichnisses, 3 für die Gruppe und 3 für den Rest der Welt, für die Other, gell, für die anderen. Und dort kann man jeweils sitzen. Hat jemand Leserecht? Hat jemand das Recht, eine Datei zu verändern? Oder hat er auch das Recht, das X-Recht, die Datei auszuführen? Ja, das sind die 9 elementaren Bits, die wir ausprobieren wollen, gell? Wie können wir sie setzen? Mit Change Mode, gell? Mit Change auch noch können wir den Besitzer verändern, gell? Das darf root, gell? Das können wir zu Hause sehr schön ausprobieren, gell? Und wir können auch die Gruppe einer Datei oder eines Verzeichnisses verändern, gell? Und dann haben wir noch eines, wir haben UMASK. Mit UMASK können wir die Rechte setzen, die standardmäßig nicht vergeben werden, wenn eine neue Datei oder ein neues Verzeichnis eben erstellt wird. Gell? Das ist ganz fein, damit man, wenn hier ein Programm nichts angibt, nicht einfach alle Rechte dann gesetzt bekommt. Gell? Okay, ja, das wollen wir ausprobieren. Wir haben hier drinnen ein paar Übungen, gell? Also Übungen zu Rechten und das wollen wir mal probieren, gell? Ein paar Dinge sind bezogen aufs Schullabor, gell? Und die werden wir dann ausprobieren, wenn wir in der Schule sind. Das zuerst. Und dann wollten wir noch ein paar Dinge über Dateien und Verzeichnis und Dateisysteme sehen, gell? Die wir noch nicht gesehen haben, gell? Das erste ist das Do, gell? Also Do für Disk Use, gell? Und wenn wir dieses Disk Use mal aufrufen, gell? Also machen wir es hier drinnen. Du, was bekomme ich? Ich bekomme hier alle Verzeichnisse und Unterverzeichnisse, die wir hier darunter haben, gell? Und jeweils die Größe in Kilobyte müsste das sein, gell? Und jo, das wird das hier so angezeigt, gell? Was braucht man oft? Oft braucht man ein DU-SH, gell? DU-SH, machen wir die Zusammenfassung, gell? Und wir sehen hier diese Videos da, gell? Sind halt auch ein paar hundert Megabyte groß dann, gell? Okay, so, wieder ein Mega mehr. Ich kann auch DU-SH Stern machen zum Beispiel und dann sehe ich die Liste hier im Verzeichnis, gell, wo das dann für jedes Verzeichnis oder für jede Datei angewandt wird, gell. Also dieses DiskUse ist dann recht fein, wenn man dann irgendwo suchen will, wo der Speicher versteckt ist oder so, gell. Also ist eine recht nützliche Angelegenheit, gell. Was manche auch lieben, gell, ist das mit dem Midnight Commander zu machen, gell? Also mit dem Midnight Commander. Also gehen wir mal schauen hier. Ups, das war das Falsche. Okay, bin ich hier drinnen? Das ist das falsche Menü. Ich will das Menü. Okay. Also hier die ja, Sortierreihenfolge, gell? Auf die Größe sortieren, gell? Dann wird das hier der Größe nach sortiert, gell? Aber mir fehlen die Verzeichnisse, gell? Wenn ich jetzt noch hier auf Befehle gehe, hier gibt es dann auch
Ctrl Space die Verzeichnisgrößen anzeigen, gell? Und dann wird das auch noch mitgezählt und sortiert. Und das ist manchmal recht nützlich, wenn man nicht weiß, wo der Speicher, wo der Speicher eben verloren gegangen ist, gell? Dann kann man sich damit auch recht gut helfen, gell? Okay, so, also Disk Use. Dann gibt es, also Disk Use arbeitet auf Verzeichnisebene und geht also rekursiv Verzeichnisbäume durchsuchen. Es gibt was anderes, das Disk Full. Disk Full arbeitet auf der Ebene der Dateisysteme, gell? Also Disk Full. Und ich habe ein paar reale Dateisysteme, ein paar, die was anderes bedeuten, gell? Mhm. Und wenn wir hier schauen, dann habe ich hier einmal das Root-File-System, gell? Also das an der Wurzel hängt. Und wir sehen hier, verwendet 34%. Okay, passt schon, recht beruhigend, gell? Und die nächsten sind hier also einmal slash boot, gell? Und slash boot EFI, gell? Also für die ganzen Boot-Geschichten, Kernels und so weiter, gell? Und dann habe ich hier slash home, ein eigenes Dateisystem, und mit Disk Full kann ich dann eben, naja, ich habe nicht die Tortendiagramme, die wir vielleicht sonst haben, gell? Aber ich habe eine schöne Anzeige und ich kann auch sagen Disk Full minus H, Human Format, gell? Also dann habe ich hier, aha, die Größe in Giga und in Mega, gell? Lässt sich oft besser lesen als irgendwo die Sachen in Kilobyte oder so, gell? Mhm. Auf jeden Fall eine praktische Sache, gell? Mhm. So, wo sind wir jetzt hin? Also, aha, da haben wir was geschlossen, gell? Ist egal, gehen wir es wieder suchen. Hier war es, gell? Also Disk Use und Disk Full. So, und jetzt zu Dateisystemen. Also bei Dateisystemen haben wir zwei wichtige Dinge, gell? Wir haben einmal das Erstellen eines Dateisystems, gell? Und da hat sich vor 40 Jahren, gell? Also da, und das hat seinen Befehl gegeben, gell? Der heißt Format, gell? Und Format, gell? Da hat man sich die abstrusesten Sachen gedacht, was das Format wohl macht, gell? Das Format macht nichts anderes, als ein Dateisystem einzurichten, gell? Und jemand meint damit Format geht Daten löschen oder irgendwas, das stimmt alles nicht, gell? Also mit Format oder mit Makefile-System, gell, gehen wir ein Dateisystem auf in einer Partition oder in einem Volume einrichten, gell? Und das ist eine recht feine Sache, gell? Man wird dafür Root-Rechte brauchen, gell, oder Administratorenrechte, gell. Und was auch ganz nett ist, gell, wir haben hier verschiedene Aufrufe für verschiedene Dateisysteme, gell. Also wenn wir ein ext4 machen wollen, gell, können wir sagen makefilesystem.ext4. Wollen wir ein FAT32 machen, dann werden wir das mit makefilesystem.vfat machen zum Beispiel, gell? Also das ist eine ganz feine Sache, gell? Heute machen das manche grafisch, gell? Also mit einem Disk Manager unter Microsoft zum Beispiel, gell? Oder auch mit einem Tool unter Linux, zum Beispiel diese gpartet, gell? Also gehen wir mal schauen, ob wir hier sowas aufrufen können. Gpartet, so. Okay. Mhm. Also versuchen wir es mal mit sudo. Mhm. Ah, das geht nicht, gell? Ah, Moment mal. Foreground 1. Die Aufforderung ist da, gell? Also bla bla bla. Okay. Und ich habe dann ein gpartet, gell? So, oh, was macht denn das gpartet jetzt mit meinen Partitionen? Wird untersucht, hier habe ich sie, gell? Also hier kann ich dann auch
und die Partitionen verwalten und ich kann in den Partitionen drinnen dann Dateisysteme erzeugen, gell? Ein auch, ja, feine Sache, gell? Okay. Dann gehen wir weiter. Jo, manchmal kommt es vor und ein Dateisystem kränkelt etwas, gell? Das war früher zwar ein größeres Problem als heute, gell? Aber wenn ein Dateisystem irgendwo, naja, unsauber heruntergefahren wurde, gell, dann kann es auch heute trotz Journaling-Systeme immer noch passieren, dass man sich ein Dateisystem mal zerschießt, gell. Und dann nützt manchmal nichts anderes als ein File-System-Check, gell. Und ein File-System-Check, gell, angewandt dann aufs Dateisystem, gell, indem man die Partition dann angibt oder das Volume, gell, gibt man sowas an wie im File-System-Check, gell, auf dev sda 1 zum Beispiel, gell. So, jetzt muss ich aufpassen, gell, aber ich bin ja nur ein normaler Benutzer, gell, und dann sagt er mir, ich darf das nicht, gell, wenn ich das als Root mache, dann geht er dann einen File-System-Check machen, gell, aber wie gesagt, erstens aufpassen und nur auf nicht gemountete Dateisysteme anwenden, gell, also nicht auf Dateisysteme, auf denen man gerade arbeitet, gell, weil das, da kann man höchstens dann etwas machen, ein Check, ohne eine Änderung zu machen, gell, aber selbst, naja, auf jeden Fall aufpassen, was man macht, gell. Wenn man das auf Platten macht, die man anhängt und von denen man aus nicht arbeitet, gell, dann ist das die sicherste Methode, um das zu machen, gell, aber manchmal ist es so, dass man ja gerade das eigene produktive System dort überprüfen muss, gell, und dann muss man Folgendes machen, man muss von einem sogenannten Live-System booten, gell? Und wenn man von diesem Live-System bootet, dann kann man die Plattensysteme, von denen, auf denen man normalerweise arbeitet, dann eben überprüfen, gell? Ja, das ist auch eine feine Sache, gell? Also, ja, unter das hat es da so ein Checkdisk geben, Scandisk, gell, gibt es glaube ich immer noch unter Windows, gell? Oder man macht es dort auch grafisch mit dem Windows Explorer, also mit dem Dateimanager, gell, indem man auf den Datenträger klickt und dort eine Überprüfung des Dateisystems dann veranlasst, gell? Ja, dann Mount. Wir haben ja öfter über Dateisysteme gesprochen, gell, und wir haben gesagt, mit, also um mit Dateisystemen zu arbeiten, muss man im Unix-Bereich, gell, also auch mit Linux oder Android oder so, Dateisysteme mounten. Man muss sie in ein Verzeichnisbaum einhängen, gell. In Microsoft ist das nicht so, da geht man sie nicht mounten. In Microsoft haben die Dateisysteme einen Laufwerksbuchstaben, gell. Und ja, jetzt kann man darüber streiten, was feiner ist, was besser ist, gell? Aber auf jeden Fall ist es so, dass durch dieses Mounten der Dateisysteme wir die Möglichkeit haben, einen gemeinsamen Verzeichnisbaum zu haben und damit dann zu arbeiten. Gell? Und ja, wenn wir dieses Mount einfach mal aufrufen, gell? Mount, so, dann sehen wir hier alle möglichen und unmöglich gemountete Dinge. Gell? Und nicht alle sind also physisch vorhandene File-Systems, gell, also gibt es dann viele Dinge, die irgendetwas mit dem System und dem Betrieb des Systems zu tun haben, gell. Aber wenn wir jetzt mal suchen, dann sehen wir hier, gemountet. Also das hier, gell, das ist unser Root-Dateisystem, das wir auch mit Diskful vorher gesehen haben, gell. Wir sehen, es ist Extended 4. Read-Write gemountet, ich kann also darauf lesen und schreiben zugreifen, gell, und das ist auch so eine SSD, gell, also, dann haben wir, was denn noch, gell, also hier haben wir irgendwo, irgendwelche System, so, gehen wir weiter, suchen, da, okay, also, wir sehen slash boot und slash boot, EFI, gell, die sind hier auch auf dieser SSD und dann, aha,
/home liegt nicht auf der SSD, das liegt auf einer Festplatte. Gell? Gell? Und so sehen wir, wie die das alles gemountet haben. Gell? Und interessant ist das, das habe ich ja nicht gemacht. Gell? Ich habe ja nichts gemountet, das hat das System alles selber gemacht. Gell? Und wie macht das System? Da gibt es eine Datei, gell? Die liegt unter etc, gell? Und sie heißt fstab. Und in etc fstab, dort liegen die Einträge für die Dateisysteme. Gell? Also dort hat man heute häufig den Namen, gell? Des Dateisystems, den Einhängepunkt, den Typ und dann hat man ein paar Optionen. Zum Beispiel das Root-Dateisystem, was sollte etwas nicht funktionieren, gell? Dann versucht es ein Remount mit Read-Only zu machen, sodass man halt trotzdem hochkommt. Gell? So, wenn man da nichts Besonderes hat, dann steht da einfach Defaults, gell? Und jo, und dann haben wir noch slash home, gell? Das ist auch eine ext 4, gell? Mit Defaults. Und dann habe ich hier noch was anderes gehabt, und zwar eine FAT32 unter slash dus, gell? Und dann sind mir hier mit dieser FAT32 ein paar lustige Dinge passiert, gell? Und ich weiß nicht, hat es das Windows gemacht, gell? Oder hat es das Linux gemacht, gell? Irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's und habe sie nicht mehr standardmäßig gemountet beim Booten und habe, wenn ich also meine ja, FAT32 benutzen will, dann gehe ich sie händisch einhängen und wieder aushängen, gell? Okay. Ja, das ist jedenfalls die Datei, die das Mounten der Dateisysteme hier steuert, gell? Und dann müssen wir das nicht händisch machen, gell? Ja, Mount, wie können wir händisch etwas mounten, gell? Also händisch mounten, das macht man oft nach /AMD, gell? Das Auto-Mount, gell, das geht oft in hier dieses Media, gell, wenn ich dann einen USB-Stick einstecke, gell, dann erscheint der irgendwo ganz automatisch, gell, unter Media Carl oder so, gell. Wenn ich etwas händisch mounte, dann mounte ich das gerne nach MNT, gell, also Mount, dann ja, Dev, und dann müsste ich jetzt das Dateisystem angeben, gell? Wenn ich hier zum Beispiel eine sekundäre externe Festplatte dranhänge, gell? Dann könnte ich D und noch slash MND und jo, SDB2 zum Beispiel mounten, gell? So, jetzt kommt der Fehler, es hängt nichts dran, gell? Aber wenn eine externe Platte dranhängt, gell, dann wird es entweder automatisch gemountet oder ich kann das auch händisch machen, sollte es automatisch nicht gemacht werden, gell? Wie finde ich die Gerätedateien, wenn ich die Message aufrufe, gell? Dann bekomme ich die ganzen Meldungen des Kernels und wenn ich dann eine externe Platte dranhänge, dann sind das die letzten Einträge hier ganz unten, gell? Jo, das zu Mount, gell? Etwas, was auch ganz nett ist, ich kann auch eine ISO-Datei mounten und hineinschauen, gell? Also jetzt das machen wir mal, gell? So minus, gell? So, jetzt bin ich root. Ich gehe jetzt mal da unter Home. Also gibt es da so Ubuntu. Was geben wir uns da jetzt holen? Die 2004.1, gell? So. Hier haben wir ISO-Dateien, gell? Und wenn mich jetzt interessiert, was in diesen ISO-Dateien drinnen ist, gell? Oder ich sogar die Dateien auslesen will, dann kann ich diese Dateien mounten, gell? Und da gibt es dieses Loop, gell? Und da kann ich jetzt Folgendes sagen. Ich sage mount minus o loop. Ich sage dann auch read-only und dann kann ich eine Datei angeben, gell? So,
so gehe ich die Desktop, dann die ISO nach MND mounten und da muss ich dann ein Verzeichnis angeben. Heißt aber kein ISO-Verzeichnis. Ist egal, ich mounte das ganz frech nach STB1, gell? Mhm. So, hat er jetzt gemountet. Wenn ich jetzt mit Mount das überprüfe, gell, dann sehe ich, aha, also von Home, Down, Curl, Down, Linux, Distro, Ubuntu, so, hier diese Datei wird nach MND STB1 gemountet. Und was interessant ist, der Typ wird automatisch erkannt. Ich habe es nicht angeben müssen. Gell. Und jetzt kann ich hier hineingehen, gell, nach MND STB2 habe ich gewählt, gell? Oder? Na, STB1. STB1, so. Das ist jetzt der Inhalt der ISO-Datei, gell? Das, was dazu gedacht ist, dass wir es auf eine DVD dann brennen, gell? Und, naja, hier kann ich hineingehen. So, Pix, was haben wir hier? So, schauen wir mal, welche Bilder hier mitkommen, gell? Und, oh, sie, klein sind sie auf jeden Fall, ja, gell, okay. Also es sind ein paar Bilder, die hier die Distro benutzt, gell. Mhm. Wenn ich fertig bin, dann kann ich auch unmounten. Ich kann also ein Dateisystem wieder aushängen, gell. Und es geht, indem man zum Beispiel die Gerätedatei angibt oder ich kann auch das Verzeichnis angeben. Unmount, MD, STB1 und ist wieder weg. Tschüss, gell? Das ist schon eine feine Sache, gell? Mhm. Gell? So viel zu Mount, wie man also so ja, Dateisysteme in das Verzeichnisbaum, in den Verzeichnisbaum einhängen kann, gell? So, ja, DD. DD, gell, das ist eine feine Sache, gell, um ganze Dateisysteme zu kopieren, gell, oder zu verarbeiten, gell. Aber etwas anderes, FDisk. Mit FDisk kann ich Partitionen bearbeiten, gell, beziehungsweise erstellen, löschen, gell. FDisk, was muss ich angeben? Ich muss den Massenspeicher angeben. Nicht die Partition, sondern eben den ganzen Massenspeicher, also das heißt entweder die Festplatte oder das USB-Gerät und, gell, also da kann ich jetzt sagen, dev sda zum Beispiel, gell, wenn ich das jetzt mache, gell, dann sage ich, oh, Änderungen werden im Speicher behalten, gell, bis sie entscheiden, sie zu schreiben, okay, jo, also aufpassen, gell. Ja, wenn ich jetzt M mache, dann bekomme ich die Hilfe, gell? Wenn ich B mache, dann werden mir die Partitionen hier angezeigt, gell? Und ich sehe dann, aha, auf meiner Festplatte, gell? Dort gibt es mehrere Partitionen, gell? Also am Anfang habe ich da kleine reservierte, gell? 128 Mega, dann habe ich meine, ja, meine famose Microsoft Partition. Und dann kommt, ja, dann kommt mein Linux Swap, gell, also ich habe gesagt, gell, also ich liebe es, eine Swap-Datei zu haben, gell, wenn sie auch klein ist, aber wenn eben der Speicher voll wird und es beginnt auszulagern, dann wird das System langsam und ich kann dann noch was reagieren. So, und ich habe dann meine SDI4, gell, ich kann das jetzt anzeigen. Ich kann jetzt auch zum Beispiel eine neue machen, gell? Und wenn ich jetzt mit M schaue, die Hilfe, dann was ist denn die neue? Die neue ist New, gell? Und ja, wo haben wir New? Hier haben wir hinzufügen einer neuen Partition. Mhm. Okay, FDisk, feine Sache, gell? Oft wird es heute grafisch gemacht, gell? Okay, ja, dann vielleicht, ich will da jetzt aussteigen, das ist mein produktives System, Q und nicht Write, gell? Quit. Ohne zu schreiben. Okay, so, besser. Mhm. Auf jeden Fall, mit Gparted, gell, können wir das auch grafisch machen. Das haben wir vorher gesehen, gell. Also das ist so, ja, ein Mausinstrument, gell. Okay, soll es auch unter Linux geben. Okay, ja, und dann sind hier noch so ein paar Sachen, die recht praktisch sind. Erstens. Gparted, Gparted dient dazu, Partitionsgrenzen zu suchen. Und zwar ist das so ein Debug-Tool.
Jeepart habe ich ein paar Mal benutzt, wenn sich jemand seine Partition Table kaputt gemacht hat. Und Jeepart geht dann Partitionsgrenzen suchen und dann kann man entscheiden, ob man es ja nimmt oder nicht, gell? Aber auf jeden Fall, wann habe ich das gebraucht? Es hat manchmal einen Antivirus gegeben, der den Bootbereich mit der Geometrie der Festplatte überschrieben hat oder wiederhergestellt hat, nachdem ein Benutzer zum Beispiel ein zweites Betriebssystem installiert hat, gell? Und naja, das ist ein massiver Eingriff und das hat dann dazu geführt, dass das eine und das andere System nicht mehr funktioniert hat. Mit Jeepart hat man aber die Möglichkeit, nach Partitionsgrenzen zu suchen, diese zu debuggen und eventuell wiederherzustellen, gell? Aber aufpassen, da muss man wissen, was man eben tut und wonach man sucht. Gell, weil wenn man das nur irgendwie zufällig macht, dann kommt sicher nichts heraus, was funktioniert. Gell? Also da aufpassen. Gell? So, jetzt ein anderer Kollege, der Bad Blocks. Gell? Also mit den Bad Blocks muss man mal ganz grundsätzlich vorsichtig sein. Und zwar, das ist ein Bruder vom File System Check. Aber die machen verschiedene Dinge. File System Check überprüft das Dateisystem. Bad Blocks überprüft den Massenspeicher, den Datenträger selbst. Gell? Es gibt unter Microsoft so etwas wie, ja, wenn man da hineingeht, gell, dann kann man eine Überprüfung des Dateisystems machen. Man kann aber auch einen Oberflächencheck machen. Und das ist das Bad Blocks. Gell? Aber aufpassen. Das Bad Blocks kann auch destruktiv überprüfen. Das heißt, es geht einfach Zufallsmuster schreiben, gell, oder nicht Zufallsmuster, sondern Muster, um zu erkennen, ob ein Block auf der Platte korrekt arbeitet oder nicht, gell. Und das kann auch sein, dass das destruktiv arbeitet. Das heißt, wenn man Daten drauf hat, werden sie ganz kalt überschrieben. Und das muss man wissen, wenn man also mit Bad Blocks einen Massenspeicher überprüft, gell, muss man wissen, dass dann auch gar nichts übrig bleiben kann, gell. Also da muss man aufpassen, was man tut, gell. Entweder konservativ, nur Lesetests, gell, oder wenn man das liest und schreibt, gell, dann muss man da aufpassen, gell, und da muss man damit rechnen, dass die Daten überschrieben werden, gell. Warum erzähle ich euch das zu Bad Blocks, gell? Also da habe ich selbst mal so eine Geschichte gehabt, gell? Das ist schon länger her. Da habe ich einen Fotoapparat gehabt, gell? Also nicht so heute, wo man Handy hat, gell? Und das immer mit Handy macht, gell? Sondern das war ganz ein klassischer kompakter Fotoapparat, gell? Und naja, dieser Fotoapparat. Und der hat mir so manchmal lustige Sachen gemacht, gell? So zufällig sind die Fotos kaputt gewesen, gell? Und am Anfang hab ich da ein bisschen gelesen, habe gedacht, man, das könnten die Batterien sein oder die Akkus, gell? Wenn die Akkus nicht voll sind oder so, dass da was passiert. Und in irgendwelchem Forum haben sie über alle möglichen Dinge gesprochen. Irgendwann habe ich aber den Datenträger überprüft und siehe da, es war die Speicherkarte, gell? Also die fast neue Speicherkarte war kaputt, gell? Und da kann so ein Bad Block helfen, gell? Den Grund zu finden, gell? Gell? Gerade so bei Datenträgern, gell? Auch eventuell so USB-Speicher und so oder externer Speicher, gell? Also nichts ist ja für die Ewigkeit und auch diese Speicher nicht, gell? Und gerade solche USB-Speicher oder Speicherkarten sind alles andere als langlebig, gell? Und es kann da passieren, dass mal was kaputt geht und mit Bad Blocks kann man hier dann auch mal nachschauen gehen, gell? Aber wie gesagt, aufpassen, wenn das ein System ist, auf dem Daten drauf sind oder eine Installation, gell? So, dann ein weiteres Tool. Und zwar SmartCTL unterstützt die Überprüfung der Festplatte. Und zwar, wenn die Festplatte, also die Hardware, dieses Smart-Protokoll unterstützt, gell? Also das Datensammeln über die Festplatte, gell? Dann kann man mit SmartCTL darauf zugreifen und es auslesen, gell? Und wenn ich da mal mache, SmartCTL-A auf /dev/sda, gell? Dann bekomme ich Informationen über meine Festplatte, gell? Und naja, no error,
Okay, keine Fehler gefunden, gell? Das ist schon mal, ja, schon mal gut, gell? Und wollen wir auch hier schauen, gell? Was steht denn da? Gehen wir das mal ein bisschen größer machen da. So, gell? Also hier kann man alle möglichen Dinge nachlesen, gell? Unter anderem Spin-Up-Time, gell? Also das Moment, Start-Stop-Count 3000 Mal, gell? Irgendwo sind die Betriebsstunden. Power-Cycle, also ja, 3000 Mal ein- und ausgeschalten. Im Moment haben wir 37 Grad, gell? Und der Betrieb war zwischen 21 und 37, gell? Und das sind nicht die absoluten, sondern das ist nur bei der aktuellen Sitzung, gell? Also meine Platte ist da nicht so toll, gell? Dass sie sich auf über alle Ewigkeit hinweg die Temperatur minimal und maximal dann merkt, gell? Okay, ja, das ist dann ja. Power on hours, da ist 5000 Stunden, gell? Also die Platte läuft seit 5000 Stunden, gell? Okay. Ja, nicht unbedingt sehr viel, gell? Aber auch nicht unbedingt sehr wenig bei solchen Platten, gell? Denn die sind ja nicht unbedingt so für die Ewigkeit gebaut wie so manche Platten, die man in Serversysteme einbaut, gell? Also so bei, ja, bei vielleicht 10.000 Stunden oder so, wenn man sie mal gut behandelt hat, kann es auch schon mal zu Ausfällen kommen, gell? Ja, auf jeden Fall, bei Smart CTL kann man ein paar Dinge auslesen, eben wie genau dieser Wert, gell? Also wenn man zum Beispiel ein älteres Gerät mal anschaut, gell? Und man macht hier auf, gell? Und man findet hier sehr niedere Werte, dann kann man davon ausgehen, gell? Dass das Gerät dann vielleicht nicht so lange und so viel gelaufen ist, gell? Also stand schon vielleicht weniger als bei mir dann, gell? Ja, dann was anderes da, ja, so Error, gell? CRC-Errors, gell? So Checksum-Errors 0, gell? Zum Glück, gell? Oder Free Fall Sensor, gell? Puh, null, gell? Also, das ist dann, ja, sollte anzeigen, ob hier jemals ein Schlag, gell? Also zu hohe Kräfte dann, zu hohe Beschleunigungen gewirkt haben oder so, gell? Also, oh, da ist einer. G-Sense Error Rate 1. Puh. Also hat er doch einmal was abbekommen, gell? Okay. Könnt mich zwar nicht erinnern, aber kann schon sein, gell? Auf jeden Fall, gell, Smart CTL ist sehr verräterisch, gell? Okay. Und wenn euch jemand ein Gerät für neu verkaufen will, gell, und das hat schon hunderte von Betriebsstunden drauf, gell, dann wisst ihr, dass das Gerät vielleicht ein Ausstellungsgerät ist und irgendwo herumgestanden hat dann, gell. Das ist dann auch nicht fein, gell. Okay. Also auf jeden Fall, Smart CTL, gell, ist verräterisch als so manche andere Sache, gell? Und es reicht, gell, wenn ihr das auch von einer Live-Distro startet, bei einem Gerät, gell, hochfährt und dann einfach mal über die Festplatte fahrt damit, gell? Ja, das zu Smart CTL. Und ja, dann habe ich hier noch was. EDQuota. Also das ist etwas, das man zu Hause nicht hat. Ich habe das auch nicht hier, gell? Aber das haben wir in der Schule eingerichtet. Und zwar, die Quotas, das sind die Speicherplatzbegrenzungen, gell? Und zwar jeder von uns hat in der Schule einen bestimmten maximalen Speicherplatz zugewiesen bekommen, gell? Also niemand darf mehr als diesen bestimmten Speicher dann benutzen. Und diese Quote, diese Begrenzung des Speicherplatzes, das kann man mit EDQuota dann editieren, gell? Und naja, das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, gell? Um die Schüler dann irgendwo zu schikanieren, gell? Aber es ist notwendig, um das System zum Beispiel vor Fehlern zu schützen. Denn wenn jemand mal einen Programmierfehler macht und der erstellt eine Datei in einer Schleife und die Schleife
Zeitschleife bricht nicht ab, gell, und wächst bis in alle Ewigkeit, gell, dann würde er den Speicherplatz des Servers dann füllen und dann könnte niemand mehr arbeiten, gell. Aber durch dieses Zuweisen dann des Speichers, gell, hat jeder genügend Speicher, damit er 3 Jahre lang programmieren kann, gell? Aber es reicht nicht aus, gell, um bestimmte Dinge zu machen, gell? Zum Beispiel irgendwo ja, in der Downloads oder so von großen Dingen oder so, gell? Also das muss man nicht unbedingt in der Schule machen, gell? Aber fürs Programmieren reicht es über die Jahre hinweg aus, gell? Ja, was haben wir da noch? Split, gell? Split ist früher wichtig gewesen, als die Datenträger klein waren. Split ist ein kleines Instrument, mit dem man Dateien zerlegen kann, gell? Und dann kann man sie wieder zusammenbauen, gell? Auf jeden Fall, wenn ihr bedenkt, gell? Also die Datenträger heute sind relativ groß, gell? Aber es hat mal sowas gegeben wie eine Diskette, gell? Und naja, die letzte wirklich populäre Diskette, die war 1,44 Megabyte groß, gell? Aha, hier kommen sogar noch die Kaufangebote, gell? Die gibt's, gell? Und so haben sie ausgeschaut, gell? Und ja, wenn man also mit Daten arbeitet und keine USB-Sticks mit vielen Gigabyte hat, sondern eben so Disketten mit 1,4 Megabyte, gell, dann geht man schon Dateien auch mal splitten, gell, und wieder zusammenbauen, gell. Also das, oder ja, splitten, wenn man also Daten über E-Mail vielleicht übertragen will oder so, gell. Aber das sind alles irgendwo hypothetische Dinge, die ja ihre Bedeutung verloren haben, gell. Aber naja, wer weiß, vielleicht muss man Dateien auch heute aus irgendwelchem Grund auch mal zerlegen können, gell. Ja, also auch das wollen wir mal ausprobieren, gell? Und sehen, ob das alles funktioniert, gell? Dokumentiert es auch im Heft, gell? Wenn was nicht funktioniert, gell? Dann warum, gell? Wo braucht ihr Root-Rechte? Wo reichen die normalen Rechte, gell? Und vor allem aufpassen, gell? Wenn ihr da so, ja, Dinge macht, Partitionen erstellt und, gell? Es ist nicht immer so, dass alles ganz ungefährlich ist, gell? Also nicht der Mama sagen, der Lehrer hat gesagt, gell, ich muss jetzt da die F-Disk ausprobieren, gell? Und dann geht der Firmen-PC zu Hause nicht mehr, gell? Also das wollen wir nicht. Also da müsst ihr schon aufpassen, was ihr macht, gell? Also da gibt es auch die wildesten Geschichten, was damit alles passiert ist, gell? Also wenn ihr mit dem Dateisystem arbeitet, gell, dann müsst ihr wissen, was ihr tut, gell? Und ja, das da ist die Voraussetzung, um diese Instrumente dann auch einzusetzen, gell? Okay, ja, dann gute Arbeit dabei.